Herzlich willkommen allen Freunde. Ich habe heute noch mal hier Hochzeitsding gemacht. Hab eine Hochzeitsabsperrung als Rezept bekommen und einen Hochzeitsstab. Bin mal gespannt. Gespannt, wie die aussehen. Heute werden wir Fische fangen. Wir haben nämlich 16 Uhr. Ich habe extra bis 16 Uhr gewartet. Wir brauchen den Walhai. Den gibt es nur von 16 bis 9 Uhr. Den Schiffshalter, den gibt es den ganzen Tag. Und den Hammerhai. Den gibt es auch nur von 16 bis 9 Uhr. Genau. Wir gucken uns mal kurz die Rezepte an. Aha. Ach, das ist der. Das ist einfach so ein Blumenstrauß. Das ist natürlich cool als Zauberstab. Ja, ich habe auch einen Muschelstab bekommen. Der sieht auch relativ cool aus. Und so ein Blumentisch. Den fand ich auch relativ hübsch. Warte, ich suche ihn gerade. Ich finde, hier ist der Muschelstab. Der sieht cool aus. Und hier ist der Blumentisch. Der sieht auch richtig cool aus, finde ich. Der sieht ein bisschen aus wie so eine Playmobil-Pflanze von. Nee. Oder so eine Lego-Pflanze. Das könnte auch hinhauen. So, dann habe ich noch irgendwas gefangen, glaube ich. Glaube ich, Leute. Ich muss mal gucken. Ach, das sind die. Achso, ja, genau. Die Pokémon, die muss ich noch kurz fangen. Ich habe hier 30 Sekunden. Mal gucken, was ich hier gefangen habe. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Vielleicht habe ich den Walhai auch schon. Oder den Schiffshalter. Ich weiß es nicht. Irgendwas habe ich auf jeden Fall gefangen. Da ist es. Ich finde meine Maus gar nicht, aber. So, was ist es? Es ist. Es ist ein. Was ist das? Ja. Ja, es ist ein Schiffshalter. Okay, den Schiffshalter, den habe ich also schon. Das ist sehr schön zu wissen. Da kann ich den hier nämlich abhaken. Den habe ich auch schon. So, super. Dann brauchen wir nur noch den Walhai und den Hammerhai. Ich habe mir das. Oh, das, dieses Bild ist toll, Leute. Genau. Hier habe ich Festessen gemacht mit denen. Die Trauung, ja. Habe ich einfach hingeklatscht mittlerweile. Hier sieht man es auch ganz gut, dass ich einfach nur vor dem Dings einfach alles nur A gedrückt habe und dann einfach ein Foto gemacht habe. Ja, reicht dem wohl auch. Okay, Leute. Dann. Achso. Oh Gott, ich wollte. Ich weiß nicht, ob wir Köder brauchen. Ich weiß es nicht. Ich habe Köder gemacht. Aber vielleicht können wir es erstmal so versuchen, oder? Also, dann lasse ich euch zwei aber hier. Nee, hä? Freilassen. Nee, ich will die doch nicht freilassen. Okay, dann kommen die halt. Dann werden die eben noch verarbeitet. Mein Gott. Mein Gott, mein Gott, mein Gott. So, was soll ich tun? Etwas herstellen. Gab hier nicht irgendwo so eine Option? Ah, hier ist es eh. So, mach mal hier hin. Bam, 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 bam. Sehr schön. Weitermachen. Und zack, zack, zack. Super. Ne, genug fürs Erste. Dann gehen wir mal fischen. Sollen wir links fischen gehen? Ich wäre für links. Ja. Ich glaube, wir gehen links fischen. Und dann müssen wir uns auf jeden Fall nächste Woche um die Flussfische kümmern. Und die Teichfische. Davon habe ich nämlich, glaube ich, noch keinen. Noch keinen. Hier ist heute irgendwie niemanden. Oh, hi. Oh, willst du umzuholen? Ich bin zum Schluss gekommen, dass wenn ich von hier wegziehe. Weh, weh. Alles so unordentlich, dass wir. Oh. Hm. Oh, ich mag den ja eigentlich, Leute. Ich mag den eigentlich. Oh, Mann, wieso denn du? Wieso du? Und nicht irgendeine andere? Oh, ich bin. Ja, komm. Komm, vielleicht kriege ich ja dann einen Wunschbewohner. Vielleicht bekomme ich einen Wunschbewohner. Den ich dann wirklich haben will. Der war ja eigentlich nur so. Ne? Zum Spaß. Hallo, ich will Hallo sagen. Hallo? Achso, ach, die war am Handy und dann kann man nicht. Okay. Hallöchen mal, ist es schon so spät, wie die Zeit vergeht, wenn man Spaß hat? Sonnentage sind die besten. Wenn die Sonne scheint, sieht jeder wie ein Star aus. Findest du nicht? Hm, hast du irgendwas auf dem Herzen? Brr. Oh, ein Härchen, Taktor. Übel süß, ernsthaft, ich liebe das. Oh Gott.
Allein schon die Farben und dann auch noch diese super stylische eiförmige Design. Die perfekte Kombi aus Niedlichkeit und Eleganz. Niedligans quasi. Das Wort habe ich gerade erfunden, aber da ist kein Copyright drauf. Wenn es dir gefällt, benutze es ruhig. Okay, schön. Sehr schön. Also ich habe außerdem auch ein Hochzeitskleid gekauft. Das erinnerte mich irgendwie stark an Frozen. Ach man, du musst weg da. Egal. Alter, ich habe doch hier erst vorhin noch die Muscheln hier aufgesammelt. Ist ja auch ein Witz, dass sie immer spawnen. Aber Sommermuscheln habe ich nicht so viel. Deswegen finde ich es eigentlich ganz gut, dass sie nochmal gespawnt sind. Die nehme ich gerne mit. Aber wo sind die Fische? Die Fische sind nicht hier. Der Fisch. Also Walhai. Walhai ist, glaube ich, der größte Hai, oder? Ich meine schon. Und der Hammerhai ist auch ganz schön cool. Hier haben wir auch noch einen Fisch. Brauchen wir aber auch nicht. So, komm doch jetzt mal hierher. Da haben wir einen normalen Fisch. Den brauchen wir natürlich auch nicht, ey. Ich hätte mir Fragen raussuchen können. Warte. Ich hole mal eben hier ein paar Fragen. So. Okay. Das sind aber Kackfragen, oder? Also bis jetzt habe ich sie noch... Okay, egal. Egal. Ich gehe natürlich die ersten Fragen noch weiter durch. Wir waren, glaube ich, bei 217. Ah, ich muss da eben durchgehen, Leute. Währenddessen laufe ich hier natürlich. Blüht, 180. Ah, da. Oh Gott. Womit kann man mir eine Freude machen? Natürlich mit Geld, Leute. Weil dann kaufe ich mir selber das Zeugs. Oder Harry Potter Merch natürlich auch. Aber meistens, ich habe einmal eine richtig hässliche Harry Potter Decke bekommen. Ja, da dachte ich nur so, Mama, hast du nicht gesehen, wie hässlich die ist? Was will ich mit der? Mann. Ja, auf jeden Fall Harry Potter Zeugs oder Geld. Am liebsten Geld, weil dann kann ich mir dann selber das Zeugs kaufen, was mir dann gefällt. Und nicht irgendwie so ein Schrott, den kein Mensch braucht. Gibt es Orte, wo du gerne hinreisen möchtest? Ja, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt. Irland wäre ganz groß, Neuseeland. Malediven nochmal. Das war nämlich sehr schön, der Urlaub. Und ja, und hier zum Harry Potter Themenpark in Orlando. In San Francisco. Da möchte ich auf jeden Fall gerne hin. Was ist dein Traumberuf? Ich glaube, mein Traumberuf wird es immer bleiben, Detektiv zu werden. Aber ich glaube... In Deutschland ist das, also generell glaube ich, auf der Welt ist Detektiv eher so, naja, braucht man's? Weiß ich nicht. Weil Polizisten gibt's ja und so, ne? Jedenfalls mehr als früher. Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir den Fisch gefangen. Ich hoffe, das ist was Schönes. Oh! Ist das der Hammer, ey? Nee, ne? Du liebe Güte! Ein Walhai! Ist das hier deine Wahlheimat? Oh Gott. Mann, diese Witze, ey. Okay, den haben wir auch. Das ist schon mal sehr schön. Ah, da bin ich. Können wir den nämlich auch durchstreichen? Cool, dann fehlt uns schon nur noch der Hammerhai, Leute. Der Hammerhai, Leute. Den kriegen wir da auch noch, oder? Am liebsten heute. So, weg mit dem Fisch. Traumberuf. Ja, Detektiv. Dann wollte ich eine Zeit lang Synchronsprecher werden. Dann Meeresbiologe. Und ja, Schauspieler. Am liebsten Sänger, Leute, aber ich kann nicht singen. Das ist leider den Traum, den kann ich leider nicht leben. Leider nicht. Es sei denn, man könnte mir irgendwie einen Chip einpflanzen, dass ich gut singen kann. So. Was machst du am liebsten? Zurzeit am liebsten
würde ich sagen, Minecraft Dungeons. Ich habe wieder extrem Lust auf Pokémon Shiny Jagd. Weil, keine Ahnung, ne? Vielleicht wegen dem neuen DLC nächste Woche, was nächste Woche rauskommt. Nicht nächste Woche, übernächste Woche. Genau, darauf hätte ich, also habe ich jetzt schon mega Bock, deswegen habe ich mir jetzt Shiny Galar-Fleckmon geholt. Hat mich wirklich sehr, sehr viel Zeit gekostet, aber es ging tatsächlich. Also mir hat's diesmal auf jeden Fall wieder Spaß gemacht. Weil irgendwann kommt dann immer so ein Moment, okay, jetzt habe ich gerade keinen Bock mehr auf Shiny Hand, weil das einfach zu lange dauert. Aber mich hatte jetzt die Tage ein bisschen Lust darauf. Und ich wollte es haben. Sonst würde ich nur sagen, was mache ich nur am liebsten? Serien schauen, ne? Tote Mädchen lügen nicht, kam ja jetzt. Vorgestern? Gestern oder vorgestern? Das haben wir heute Sonntag, ne? Ja, dann vorgestern kam das raus. Habe ich dann komplett am Stück durchgeschaut. Also, ich habe jetzt zwischendurch noch Spaghetti gemacht. Habe ich mir Spaghetti gemacht? Ja, ich glaube schon. Oh nein, da war. Oh Mann. Bin so blöd. Genau, Serien scheinen auf jeden Fall auch noch ganz hoch im Kurs. Ja. Und Dead by Daylight. Aber da warte ich tatsächlich auf das Update. Weil meistens ist es dann so, wenn ich dann zu viel spiele, habe ich dann wirklich erstmal keine Zeit, also keine Lust mehr dafür, das zu spielen. Deswegen warte ich aufs Update und dann spiele ich wieder. Das Problem, manche behaupten, am 16. kommt es raus. Ich hoffe aber, dass es nächste Woche rauskommt. Weil während dem Umzug und dann kommt ja auch noch das DLC von Pokémon. Huhuhuhu. Mal schauen, Leute. Worauf möchtest du nie wieder verzichten? Auf Internet, Leute. Ja, ich glaube wirklich auf Internet. So traurig, wie es klingt, aber bei mir ist es tatsächlich Internet. Oder auf Pokémon oder auf Harry Potter möchte ich echt ungern verzichten. Ich habe mir jetzt auch überlegt, ob ich mir, wenn ich umgezogen bin, wieder ein bisschen Lego gönne. Weil ich finde diese Hedwig-Eule aus Lego echt süß. Ich finde das Gesicht nicht ganz so cool, aber ist nur in Ordnung, dass man es sich kaufen kann. Genau. Ja. Bist du kitzlig? Wenn ja, wo? An den Füßen bin ich nicht kitzlig. Aber es gab mal eine Zeit lang, da war ich am Knie irgendwie total kitzlig. Ja, keine Ahnung. Also irgendwie so. Ich wüsste aber sonst nicht, ob ich kitzlig wäre. Also Bauch auf jeden Fall auch nicht. Keine Ahnung. Also mal eben hier. Alter. Oh mein Gott. Okay, welche Musikrichtung hörst du? Meistens so Balladen, so Pop. Deutschpop relativ selten. Also da höre ich eigentlich nur Vincent Weiss. Dann finde ich noch hier AFA cool von also Impossible. 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 Natürlich hier Shawn Mendes, Demi Lovato. Ja, das habe ich ja auch schon mal beantwortet. Aber ich habe es jetzt wieder beantwortet. So, weg mit dem Fisch. Was ist dein Lieblingsauto? Ich glaube, der F-Type Chicarette Flex Cabriolet. Aber ich liebe Cabrios. Oder Autos, die man halt, wo man das Dach wieder zumachen kann oder aufmachen kann. Finde ich mega cool, weil ich liebe es, im Wind zu fahren, Leute. Ich fahre, egal wie viel Grad es draußen ist, ich habe meine Fenster offen, Leute. Egal wie kalt es draußen ist. Ich habe die Fenster. Es sei denn, ich muss welche mitnehmen. Oder ist ein Geschenk. Wenn ich welche mitnehmen muss, dann habe ich natürlich Rücksicht und mache kein Fenster auf. Aber trotzdem. Sonst mache ich immer das Fenster auf. Auspacken. Was haben wir drin? Ein Verstärker. Wow. Toll. Den habe ich gebraucht. Was ist dir beim Mädchen am wichtigsten? Sie muss auf jeden Fall meinen Humor verstehen, ja? Nicht viele tun das.
Also ich kenn's, also ich kann nur aus Erfahrung sprechen, ja, dass viele erstmal total falsch über mich urteilen. Die denken, ich hasse sie oder sowas, ja, und machen sich dann Sorgen, wieso ich die dann so ein bisschen in die Seite piekse oder sowas halt, ja, wie so ein kleines Kind halt, ja. Genau. Das ist, glaube ich, so eher mein Humor. Deswegen, viele hassen mich nämlich auch. Kann ich verstehen, ne? Mit dieser Art kommt man vielleicht nicht ganz so klar. Man denkt, boah, was hat der denn, Junge? Was hat der Junge denn für ein Problem? Wieso? Hasst er mich? Oder was? Aber dann, wenn man es dann einmal klargestellt hat, dann stellen sich die Leute auch ein. Also auf mich dann ein. Und dann verstehen wir uns immer sehr, 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 sehr schnell gut. Und ja, das ist, glaube ich, warte, was ist denn noch wichtiger? Also freundlich, ja. Ob es jetzt freundlich sein muss, weiß ich nicht. Ich mag ja auch arrogante Menschen. Ich hätte nichts dagegen, irgendwann eine arrogante Freundin zu haben. Keine Ahnung. Ist mir eigentlich dann auch relativ egal. Hauptsache, es passt. Und sonst, was, weiß ich nicht. Ja. Keine Ahnung. Was ist dir bei Mädchen am wichtigsten? Ach so, am wichtigsten. Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung, Leute. Treue. Aber das heißt ja nicht gleich, ne? Dass man zusammen ist. Keine Ahnung. Humorvoll vielleicht. N nicht zu viel Humor. Denn so Komödienhumor mag ich ja gar nicht. Sowas wie The Big Bang, Dingsbums da. Bah. Oder South Park. So einen Humor mag ich nicht. Das ist eher der dreckige Humor, würde ich sagen. Den mag ich echt überhaupt nicht. Dieses komplett abgeranzte Assi-Humor, ey. Nee, danke. Nee, danke, das sollte sie nicht haben. Also, von mir aus können sie es haben, ja, aber für mich müssen sie es nicht haben. Okay. Hatten wir es schon mal? Welchen Promi möchtest du gerne mal daten? Also mir kommt die Frage sehr, sehr bekannt vor. Okay, warte, ich guck mal eben hier. Was sind deine Lieblingssüßigkeiten? Ich esse kaum Süßigkeiten. Wenn ich Süßigkeiten esse, dann auch wirklich nur selten. Und zwar Toffifee, weil die sind so teuer, dass ich mir die kaum kaufe. Die kaufe ich mir echt kaum. Sind mir teilweise echt zu teuer. Da bin ich dann auch schon so ein bisschen wie meine Eltern. Beziehungsweise meine Mutter. Obwohl, die war eigentlich immer relativ entspannt und die haben mir auch immer auf Toffifee gekauft, ja, aber ich selber kaufe es selten. Also wirklich nur, wenn es im Angebot ist. Wenn es unter, keine Ahnung, was kostet. Auf jeden Fall, ich bin nicht bereit da. Ich weiß nicht, wie teuer die mittlerweile sind. 4 € oder sowas, ja. Ich bin nicht bereit, das zu zahlen. Deswegen gibt es die bei mir nicht. Genau. Spielt zum Verein nicht mehr. Hab früher 8 Jahre Handball gespielt im Verein. Dann war ich 2 Jahre im Tennisverein. Dann war ich ein Jahr oder ein halbes Jahr im Tischtennisverein. Und dann war ich noch 4 Jahre im Bogenschießverein. Ja, jetzt aber momentan nicht mehr, denn keine Ahnung, Bogenschießen kann ich zu Hause machen. Ich brauche jetzt nicht die Turniere, ich bin nämlich nicht ganz so gerne im Mittelpunkt. Und ja, ich habe früher auf Turnieren mitgemacht. Ich glaube dreimal. Einmal wurde ich Siebter von 25, einmal Fünfter. Und einmal habe ich die Linie überschritten. Hat ein paar Punkte eingebüßt. Wo ich, glaube ich, 26. oder so. Von 30. Das war natürlich sehr toll, Leute. Das war sehr toll. Aber ich würde schon sagen, ja, ich bin im guten Mittelfeld. Bin ich sogar ein bisschen besser. Treibst du viel Sport? Ich versuche momentan sehr viel Sport zu machen. Ich gehe um 4:30 Uhr, stehe ich zumindest auf. Und dann, wenn ich fertig bin, gehe ich dann joggen. Für 2 Stunden. Dann bin ich da meistens so um 7 Uhr circa dann wieder zu Hause, gehe duschen
Und dann geht's los, wenn ich Arbeit habe. Genau. Und dann habe ich nicht so Arbeit, weil Corona und so. Und Studium, ne? Okay, Studium ist Studium Arbeit, weiß ich nicht. Auf jeden Fall muss ich mir nur Podcasts anhören erstmal. Und ja, mache mir da Notizen dazu. Es ist relativ entspannt. Ich muss Montag und Freitag nicht mehr zur Uni. Das ändert sich aber ab August wieder, habe ich gehört. Ab dann muss ich wieder Montag und Freitag dann Bescheid geben, ja, ich bin da. Und so kann ich entspannt von zu Hause aus die Podcasts hören. Beziehungsweise ab August dann wieder Livestreams, weil dann sieht man den Professor immer, falls er was irgendwie erklären will. Genau. Schläfst du gerne aus? Ich wüsste nicht. Weiß nicht. Schlafe ich gerne aus? Ich tue momentan sehr, sehr gerne schlafen. Ah, guck mal, da kommt auch passend zum Thema direkt mein Gähner. Ich denke, ich schlafe. Ich denke, jeder schläft gerne aus. Aber mein Ausschlafen sieht eher anders aus vielleicht als andere. Denn ich schlafe meistens so um 23 Uhr vielleicht. Schlaf bis 4 Uhr. Bis 4:30 Uhr. 6:30 Uhr. Meistens bin ich so um 4:15 Uhr wach. Und dann ist mein Schlaf eh vorbei, Leute. Das ist mein Ausschlafen. Da ich nicht jeden Tag joggen gehe, kann es auch manchmal sein, dass ich dann krampfhaft versuche, noch weiter zu schlafen. Aber mein Körper sagt: Moritz, du brauchst keinen Schlaf mehr. Hör auf. Hör auf, ja? Du hast jetzt 5 Stunden und eine halbe geschlafen. Das reicht jetzt auch. Und da denke ich mir: Früher habe ich 7 Stunden geschlafen, aber irgendwie wird es immer weniger. Und ich weiß nicht wieso. Ich habe auch öfters versucht, so gesagt: Ja, komm, ich kann auch um 6 Uhr joggen gehen oder sowas. Dann stelle ich mir den Wecker halt nicht, aber ich wache trotzdem um 4:30 Uhr circa auf. Das ist vielleicht ein kleines Problem noch, was ich ganz gerne vielleicht ändern möchte, dass ich vielleicht eine Stunde oder sowas zumindest länger schlafe. Über 6 Stunden wären toll. Ich versuche mittlerweile auch krampfhaft um 22 Uhr schon zu schlafen, aber irgendwie geht es nicht. Es muss 23 Uhr sein, Leute. 23 Uhr. Oh, wo sind die Fische? Wo sind die Fische? Was isst du überhaupt nicht gerne? So matschiges Zeugs. Tomaten finde ich so abartig eklig. Oder Gurken. Was so leicht wässrig ist. Ich finde das echt eklig. Wässrig gefällt mir gar nicht. Wassermelone ist eine Ausnahme, würde ich sagen. Ach, die brauche ich auch nicht. Och, Mann, ey. Geh weg. Fisch. So, hier, vielleicht verkaufe ich dich. Oder ich stelle dich in mein Zuhause auf. Das kann ich auch machen. Was ist dir in einer Beziehung wichtig? Och Gott, Leute. Treue, Freundlichkeit. Hilfsbereit, vielleicht auch. Und auf jeden Fall zwischendurch mal ein paar Pausen. Pause bedeutet, dass man vielleicht in den Ruheort hat, ja, wo die Freundin oder der Freund dann hingehen kann, denn ich bin relativ gechillt. Aber ich bin auch wirklich gerne alleine zu Hause. Also, das hat nichts mit Einsamkeit oder sowas zu tun. Ich liebe es einfach alleine meine eigenen 4 Wände zu haben. Denn, ja. Denn es gibt echt so viele Vorteile, ja, warum man alleine leben möchte. Man muss nicht sofort das Geschirr waschen, zum Beispiel. Man muss nicht immer aufräumen. Man räumt auf, wenn man Bock drauf hat. Das ist schon ein Luxus, Leute. Für mich persönlich. Weil sonst muss man ja, wenn man einen Partner hat, eine Partnerin, muss man ja die ganze Zeit auf den Acht geben. Und das würde mich richtig nerven, glaube ich. Ich glaube, das würde mich richtig nerven. Du kannst dir keine Freunde, also du kannst dir schon Freunde einladen, aber wenn der andere dann seine Ruhe haben will und du dann da Freunde einlädst, ich fände, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Und ich bin so ein Mensch, ich habe nur Besuch gern da, wenn ich wirklich Besuch haben will. Und wenn dann meine Partnerin dann auch Besuch haben will und ich das kacke finden würde, dann wäre es irgendwie richtig scheiße. Ja, weiß nicht. Und ich habe keine Lust, jeden Tag zu duschen, Leute. Obwohl ich es mittlerweile eigentlich gerne mache. Weil ich gerne im Wasser stehe. Oder sitze. Meistens sitze ich in der Badewanne.
mache die Dusche an und dann sitze ich da einfach eine Stunde. Natürlich nicht die ersten 5 Minuten meistens warm und dann richtig kalt. Ich liebe kaltes Duschen, Leute. Kaltes Duschen ist das Beste. So, was haben wir denn? Wann gehst du in mein Bett, haben wir so geklärt. Was ist dein Lieblings-Pokémon? Oh, da hätte ich... Ich habe mir die irgendwann mal aufgeschrieben, welche 10 Pokémon meine Lieblings-Pokémon sind. Auf jeden Fall ist das Suicune dabei. Beziehungsweise Suicune. Könnt ihr euch aussuchen, wie ihr es ausspricht. Im Film haben sie Suicune gesagt. In der Serie Suicune. Und ich bin bei Suicune geblieben. Obwohl Suicune finde ich auch lustig. Suicune finde ich aber besser. Hört sich cooler an. Dann auf jeden Fall noch Alola Vulpix. Finde ich richtig schön von den Farben her. Libeldra finde ich auch mega cool. Ist auch eines meiner Lieblings-Pokémon. Igelava finde ich richtig cool. Lorblatt finde ich auch mega süß. Sonst? Oh, fällt mir nur eins ein? Vielleicht von den neueren Generationen? Nee, ne? Dragonier finde ich unheimlich schön. Wäre Suicune kein legendäres Pokémon, ja, würde ich das tatsächlich auch spielen. Aber das ist ein legendäres Pokémon. Ich fühle mich dann so schlecht, wenn ich mit einem legendären Pokémon irgendwie zum Beispiel einen Arena-Leiter oder sowas mache. Ich weiß nicht. Also irgendwie ist das für mich dann kein Pokémon-Spiel mehr. Deswegen spiele ich Suicune eigentlich nie. Obwohl das echt schade ist, weil das Pokémon hat es eigentlich verdient, dass es gespielt werden wird. Ja, das ist echt schade, Leute. Das ist wirklich schade. Lugia finde ich auch mega cool. Mew auch. Celebi finde ich auch mega cool. Generell die legendären Pokémon von Johto sind, glaube ich, für mich tatsächlich die coolsten. Also die am edeligsten aussehen, finde ich. Ja. Genau. Das war das. Außer Raikou und Entei, die finde ich irgendwie gar nicht so cool. Okay. Hier haben wir auch noch Fragen. Dann, oh. Einwilligen. Immer diese Cookies akzeptieren, ne? Finde ich schrecklich. Finde ich schrecklich. Wärst du gerne berühmt? Wenn ja, wodurch? Also, wenn ich berühmt werden wollen würde, wäre ich Sänger. Denn ich liebe es halt zu singen, habe ich ja vorhin schon gesagt, aber ich kann es leider nicht. Das ist so ein Traum. Aber ich würde auch gerne mal irgendwann zu Ich bin ein Star, holt mich hier rausgehen. Ich würde es auch kostenlos machen, RTL. Mann, wieso könnt ihr nicht irgendwie jedes Jahr einen unbekannten Typen da einladen? Das fände ich mega cool. So, statt 12 dann 13 Plätze zum Beispiel. Genau. Bevor du jemanden anrufst, probst du da manchmal, was du sagen willst? Warum? Tatsächlich ja. Ich schreibe mir jedes Mal auf, denn ich habe richtig panische Angst vorm Telefonieren. Ich weiß nicht, im TS geht es irgendwie. Aber wenn ich jemanden anrufen muss, ja, dann kommen mir direkt so die Fragen, oh, ich will jetzt nicht stören. Was ist, wenn ich mich verhaspel in meinem Reden? Deswegen probe ich das manchmal so 10-mal durch. Dann bin ich am Hörer und traue mich nicht, die Hörertaste da zu drücken, die Anruftaste. Und dann sind wir meistens schon 40 Minuten wieder vergangen. Und nass geschwitzt sitzt man dann da und so. Ja, das war schon immer sehr, sehr lustig. Was macht für dich einen perfekten Tag aus? Auch im Bett liegen. Oder am Strand liegen. Bett liegen, Strand liegen, dein Lieblingsessen essen, Schnitzel mit Pommes oder Bratkartoffeln. Aber am liebsten so, dass du das nicht machen musstest, sondern andere, dass sie das dann auch spülen. Das fände ich auch sehr schön. Eine Spülmaschine, wenn man
Das ist auch schon für mich ein perfekter Tag, eine Spülmaschine zu benutzen. Ja. Wann hast du das letzte Mal vor dich hingesungen? Und für jemanden anderen. Oh. Vor mich herum gesungen habe ich, glaube ich, heute Morgen in der Dusche. Beziehungsweise ich singe eigentlich die ganze Zeit wirklich. Ich hoffe, die Nachbarn hören das nicht. Denn das ist mir dann doch vielleicht ein bisschen unangenehm. Sonst gestern im TS habe ich für andere, im Teamspeak habe ich für andere gesungen. Was habe ich gesungen? Nils Holgersson. Soll ich es für euch auch singen? Okay, haltet euch bereit. Nils Holgersson fliegt mit den Gänsen oder Tauben davon. Ich weiß nicht, ob es Gänse oder Tauben sind. Vielleicht könnt ihr mir das in die Kommentare schreiben. Ich kann es auch selber nachschauen. Aber ich habe das schon so oft gegoogelt. Kacke. Dass ich das tatsächlich jetzt schon wieder nicht mehr weiß. Ich muss das so oft googeln, weil ich wusste selber so lange nicht. Aber ich glaube, es sind Gänse. Ich habe früher mal gedacht, das wären Tauben. Weil die sehen aus wie Tauben, aber ich glaube, es sind Gänse. Aber ich meine, es sind Tauben. Also ich weiß es wirklich nicht, Leute. Ich weiß es nicht. Wenn du 90 Jahre alt werden könntest und dir aussuchen könntest, ob du für die letzten 60 Jahre lieber den Geist oder den Körper eines 30-Jährigen behalten kannst, was hättest du lieber? Was? Also, ich muss nochmal lesen. Wenn du 90 Jahre alt werden könntest und dir aussuchen könntest, ob du für die se letzten 60 Jahre lieber den Geist oder den Körper eines 30-Jährigen behalten kannst, was hättest du lieber? Erstens, ich werde 140 Jahre alt. Das habe ich so mit meinem Arzt abgesprochen. Das ist mein Ziel. Ich will nämlich der älteste Mensch auf der Welt sein. Und ich möchte ewig leben, Leute. Ich möchte wirklich, ich möchte nicht sterben. Nee, ich möchte nicht sterben. Ich würde echt ganz gern ein Vampir werden, also Vampire, ne, wenn ihr hier zuhört, bitte beißt mich, ich möchte wirklich leben. Ich will noch nicht gehen. Ich will noch nicht gehen. Am besten beißt mich jetzt, weil jetzt bin ich noch knackige, etwas über 20. ja. Weiß nicht, den Körper oder den Geist? Ich glaube, den Körper, dann kann ich mich noch ein bisschen bewegen. Der Geist wird eh irgendwann matschig. Ja, ich glaube, den Körper. Denn mit den Geistern kann ich wahrscheinlich dann eh nicht sprechen mit 90. Beziehungsweise da schlecht sprechen. Ja. Hast du insgeheim eine Ahnung, wie du sterben wirst? Oh mein Gott, Leute. Ich denke wegen Altersschwäche. Ich würde das schon sagen, aber ich möchte 140 Jahre alt werden. Bitte, bitte, bitte. Ich will 140 Jahre alt werden. Ich hoffe, es klappt in meinem Leben. Ich hoffe es. Dann wäre ich bekannt als der älteste Mensch der Welt. Nenne drei Dinge, die du dein Gegenüber gemeinsam haben könnten. Keine Ahnung. Wofür bist du in deinem Leben am dankbarsten? An meine Geburt. Also nicht am dankbarsten. Keine Ahnung, dass meine Eltern mich vielleicht immer unterstützen. Und Freunde mir oft Mut zusprechen. Vielleicht finde ich das am dankbarsten. Boah. Wie viele Minuten haben wir eigentlich hier schon aufgenommen? 34 Minuten. Okay, Leute, ich nutze die Köder. Ich nutze die Köder. Ich habe jetzt gerade nur zwei mit. Ja. Futter verschollen. Du bist nicht der richtige Fisch. Nächster Versuch. Wow. Ich dachte schon, da kommt nichts. Okay, dann gehen wir mal eben nach Hause. Guck mal eben, wie viel. Warte, das ist ein. Oh ne, ich dachte, der Brunnen wäre ein Insekt. Super. Super duper. Ja, gieß mal die Blumen da, Mischka. Oh, Pamela. Nee, dich will ich auch nicht sehen.
Geh mal weg. Ich brauche deine Emotion nicht. Die soll mir jemand anders geben. Ist das ein neuer Schmetterling? Ne, ist der Ritterdings. Ist der Ritterdings. Da, 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 da. Also, Lavalampe kann ins Lager, du kannst ins Lager. Oder Leute, wir bleiben dabei, wir lassen es heute mal für den Fisch. Und wir können ja dann morgen den... Wer fehlt uns? Der Hammerhai noch suchen. Dann suchen wir morgen den Hammerhai um 16 Uhr oder vielleicht nehme ich das auch morgen früh auf um 9. Weil bis 9 Uhr kann man den auch noch suchen. Und ja, dann würde ich einfach sagen, das war's für heute mit dem Part. Wir sehen uns dann morgen wieder zu Animal Crossing und zu Minecraft Dungeons. Da ist mir jetzt letztens auch ein Fail passiert, aber das erzähle ich dann morgen. Oder übermorgen. Ich glaube, ich habe nämlich noch ein Part für morgen. Genau. Ja, das ist so der Plan. Ich freue mich auch auf den 12. Juni, denn da kommt The Order 2 raus. Die Staffel 2. Sowas wie Harry Potter, nur vielleicht nicht so viel Schule, würde ich sagen. Etwas weniger Schule, würde ich sagen. Also, oh Mann, der Fisch, da tut mir so laut, der kann sich nicht mal umdrehen hier. Naja, wir sehen uns morgen wieder. Bis dann, euer Kamito. Haut rein und ciao.